Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu The Hunter 2015 mit Kliggy und Renny. Hallöchen. So, hallo. Wir haben ja diesen Hirsch im Visier. Oh, geil, ich Alter. Dachte ich dachte jetzt so schon, er sagt 3, 2, 1, Schuss. Ich wusste nicht, was ich machen soll, Kreut, ne? So, ich hab ihn genau im Visier, den Sack. Na, und fragst halt mal, ob Randy sein Ohr hat? Ich hab die Kleine, die steht gerade Ohr, ja. Können wir zusammen, ja? Ja, wenn du runter zählst. 3, warte, ich muss das Luft an. 3, 2, 1. Liegt. Liegt. Oh, die Wumme ist der Hammer, ey. Ist halt die typische Noob-Waffe, ne? Was? Ja, stimmt so. Ich hab ja mit der Ohr immer eigentlich nur geschossen, weil selbst wenn du da mal Scheiße triffst, es liegt. Ja, aber es ist halt eine großkalibrige Waffe, was soll's? Ja, gut. Auf jeden Fall von Anfang ist die top. Also weil allein ja, das ist die teuerste gewesen. Ja, weil du halt auch viel damit machen kannst. Naja, darum ging's mir ja. Mir bringt's ja nichts, dann kann ich wieder das nicht schießen, da kann ich einfach alles wegholen mit dem Ding. Das ist richtig. Finde ich besser, also naja, was heißt besser, aber ich kann nur 2 Waffen mitnehmen, das ist halt das. Also ich habe 4 Waffen dabei. Ach so, ja, na du wechselst dann die Slots, ne? Ja. Im Inventar. Ich rüste dann halt wieder neu aus. Genau. So. Holen wir uns mal den Kerl hier. Bin ich mal gespannt. Alter. Wow. Kliggy? Ja. Hast das war aber hart an der Grenze. Ich hab geschossen, ist kurz losgerannt und ist verschwunden. Also warst du sogar bei 2. Boah, ey. Traumhaft. Also wieder mal so traumhaft, genau durch die Halswirbelsäule und nichts anderes ist rot. Na, dann war es aber nicht traumhaft, dann war das eher Luckshot. Das ist der zweite Luckshot dann demzufolge. Mhm. 181 Kilo. Du hast halt den Vorteil, die Mumpel ist recht groß, ne? 9,3 Millimeter. Na klar, aber war halt trotzdem wieder akkurat durch die Halswirbelsäule. Ja. Egal, 181 Kilo und 100%. Was? Was? Weil Lunge Herz liegt dann auch definitiv. Und Lunge Herz ist das einfacher. Ein Riesenkerl, ja? Lunge Herz ist einfacher zu treffen wie so eine Halswirbelsäule. Und es ist allgemeiner, wenn du dann mal auf Pfeil und Bogen gehst, so ein Pfeil durchdringt die Halswirbelsäule nicht. Schön. Und deswegen. So, ich bin jetzt hier drüben am anderen Ufer. Und was macht ihr? Ihr seid noch dort oder was? Was ist mit dem Schwein los? Das steht hier da wie. Soll ich zurückkommen oder kommt ihr rüber? Wir machen dann rüber über den Fluss, ich hole nur fix das Schwein ab. Das stand jetzt da, als war das gerade beim Sägen. Vielleicht hat's ja gesägt. Ja, nicht klar, mit einer Kugel in der Brust. Klar, reicht da. Naja, hat gedrückt, die Blase war voll, ne? Ja. Voll Blei und voll Dings. Na, die Sau liegt auf jeden Fall. Mal gucken, wie viel Meter es waren. Das muss auf jeden Fall. Ich dachte gar nicht, dass es so weit weg war. Stand du mit dem Arsch zu mir, war schwierig die Lunge zu treffen. Das ist aber komisch, dass das Vieh nicht erschrocken ist, ne? Das stand so, das war ein Licht, der 180 Meter. Jo. Bing, also das ist aber nicht erschrocken, das Tier, ne? Ihr habt geschossen. Und ich war etwas hinter Tino und von da aus 230 Meter. Ich komme mal zu euch gesprintet. Bleib drüben, wir machen doch jetzt gleich rüber. Ja, was soll ich denn hier machen? Ist ja langweilig. Kannst du schon mal ausschalten. Drüben über dem Fluss, da kommt bestimmt noch mehr dann. Weil wenn du über den Fluss drüber bist, ist dann wirklich mehr das Rothirschgebiet. Also du wirst laut gerade angepriesen. Oh, Füchse. Hat einer gerufen? Nee, eine Spur. Für den Fuchs muss man die Knarre nehmen, ne? Der Hand. Nimm mal ein bisschen Rehposten. Was? Rehposten. Das wäre? Na, Shotgun, Rehposten. Ach so, Oh, Lunge, Herz getroffen, gefällt mir. Ja, es war mit einer guten Waffe, ne? War es so. Aus 200,8 Metern. Diese 200 Kilo, die Sau. Krass. Männlich? Ja. Also 199,7 Kilo.
Siehst du auch gleich, siehst du, der CSS-Wert ist 54,5. Also deutlich höher. Ah, Mission Muttertag abgeschlossen. Scheiße, jetzt ist die Spur hier weg, oder was? Das ist schon ein Batzen. 200 Kilo, muss man vorstellen, mit der dir an die Kniescheiben rennt, Alter. Das sind sofort. So. Das ist bei Schafen schon extrem. Ist dort, wo du stehst, Tino, oder nee, du bist schon durchgestreift durch den Fluss, ne? Ja. Also ist dort auf jeden Fall eine flache Stelle. Ja, ja. Hast du jetzt aufgefüllt? Ich habe jetzt aufgefüllt, ja. Dieses Unlock-Ding da, oder was? Ja. Was zeigt da von der Attraktivität? Ja, noch null. Noch null. Also war auch nichts mehr drin, oder so? Ach, da war schon lange nichts mehr drin. Haben wir das nicht letztes Mal aufgefüllt? Echt komisch. Ja, wir haben ja trotzdem viele Sachen gesehen, ne? Ja. Hau rein! Puh. Oh, Papa. Jetzt spielen wir Gameboy. Ja, so muss ich durch den Wald rennen, Alter. Über die Pilze stolpern. Funktioniert aber. Ich kann laufen, ich kann mich normal bewegen und kann aber mit dem Ding spielen. Weil das braucht ja nur die Pfeiltasten. Wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde. Da ist Taxi, sehr. Ja, mitten im Wald. Kommt ihr jetzt auch über den Fluss, oder? Wir kommen jetzt auch über den Fluss. Habe ich eigentlich schon was zum Anlocken? Nee, gell. Hast nichts mitgenommen, glaube ich. Aber das, was du hast, ist, glaube ich, dieser Blockruf, den du hast, oder Blockruf. Nochmal Rothirsch ziehen, 160 bis 215 Kilo, das müsste auch ein Männel sein. Der wird da weg sein, weil der zeigt es mir ja hier an. Ja. Der ist, dieser Ruf ist nur für Maultierhirsche, Schwarzwedel und Weißwedelhirsche. Also den kannst du hier eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß auch nicht, was Rothirsch. Du machst. Naja, standardgemäß hatte er ja Dings dabei, diesen Block. Ja. Hat es nur, weil dem Paket war scheiße. Dem Paket war nicht dabei. Dem Paket war scheiße. Sag mal kurz leise, bitte. Auto gefahren. Oh, oh. Wiesen-Champignon gefunden. 48 Gramm schwer. Meine Fresse, da packe ich die Wumme schon aus. Die habe ich. Champignon, sieht man erstmal, wie aggressiv du bist. Ein Pilz, lass nämlich abknallen. Oh, scheiß Vieh. Jetzt zeigt er mir denselben Hirsch nochmal an hier rüber. Versteh ich nicht. Ja, nix, mal in den Winkel gucken. Also, du weißt, wieso siehst du eigentlich immer die Minutenzahl, wann der vorbeigezogen ist? Das liegt an meinem Skill. Ah, schade. An meinem Spurensucher-Skill. Also daher kommen die Kilos und das Gewicht, und wenn du noch höher machst, siehst du sogar an der Blutspur nicht nur, was du getroffen hast, sondern auch, wie sehr das Tier dadurch verletzt wurde. Hm. Hat schon echt Glück mit der Sau, oder? Dass die noch dann gleich lag. Ja, ne, dadurch, dass du zweimal getroffen hast, selbst zweimal Körper mit der Waffe ist... Ja, ist halt tödlich. Ja. Mal 9,3 mm, überlege mal, das ist größer wie MG-Munition. Das schwartet schon richtig. Was soll in 25 bis 50 Minuten? Ich finde das gut, dass die Spuren hier mitten im Wasser sind, wo du überhaupt nicht rankommst. Hat schon auch gesehen. Also. Sind ziemlich dichter Wald hier, erkennt man halt sau schlecht irgendwelche Tiere, finde ich. Also hier habe ich schon mal einen Rothirsch. Direkt neben dir links. Den siehst du? Den habe ich gerade auf dem PDA, kriege ich den gerade angezeigt. Der muss so circa vielleicht 30, 40 Meter entfernt sein von dir. Hä? Ja, genau die Richtung ist richtig. Da mal hinschleichen.
Am besten mit gezogener Waffe und schussbereit. Und 10. Jetzt vielleicht. Nee, warte mal, ist ein Reh. Nee, das muss ein Rothirsch sein. Warte mal. Wenn's Red Deer. Ja, ja, Red weiblich. Deer ist das. Kannst du das wegholen gleich? Das kannst du wegholen. Wenn, ist noch was anderes in der Nähe. Weiß ich aktuell nicht. Obwohl, das wird aufgescheucht sein, denke ich mal, Einzeltier. Also in der Nähe sehe ich nichts. Gut, ich werde es mal tot machen. Warte mal, du schießt da drauf, dann gehe ich mal lieber hier runter. Steht genau mit dem Herz hinterm Baum. Ich könnte jetzt schön den Arsch schießen oder einen Schädel. Aber die Mitte ist verdeckt. Komm, geh ein bisschen weiter, meine Kleine. Na komm. Schön in den Poppes reinschießen, das wird nichts, ne? Nee. Könnte natürlich auch wieder hier versuchen. Meinen sogenannten Luckshot machen. Bible vor uns. Ja, das ist das, wo Tino drauf zielt. Mhm. Das ist der Rothirsch. Naja, er schießt, er guckt auf dem Weibel. Achso, ich dachte, das war jetzt das Reh. Nee, Reh, er hat nur falsch gesehen. Red Deer und Reh heißt ja Roe Deer. Ja, OE. Also bleiben wir mal hier, oder? Na, wenn er jetzt schießt, rennt es normalerweise runter zum Wasser. Seht ihr es? Yep. Ja, ich sehe es. Habt ihr das? Doch schon, oder? Ach ne, dort. Ich hab das nur das Aimpoint drauf, ich hab keinen Zoom, ne? Habt ihr es? Ja. Ne. Ah. Shit. Das Just denke ich mal, ist da unten aber runtergekollert. Ja. Diese, deswegen habe ich gemeint, hier hingehen, weil es läuft ja meistens gegenüber und beim Wasser konnte es nicht großartig weg. Aber ich hätte das Scope runterbauen sollen. Ja, mit Scope ist das blöd. War das so viel? Zoom? Ja gut, ich hatte zu wenig Zoom. Ja, das hat auch 4 Stufen. Was ich ist, glaub, wenn das jetzt zwei. Im Wasser liegt? Nee, ja, das ist ja über das Wasser drüber. Gerannt. Also, deine 2 Schuss waren diesmal nicht so gut platziert. Wo hast du hingezielt? Na, eigentlich so hier, also auf vorne auf dem Dings halt, auf dem Oberkörper. Aber ich finde hier keine Spur gerade. Hallo. Glicky. Ich hab keine Spur. Was sie doch getroffen haben, oder? Also so wie es gerannt ist, wurde es auf jeden Fall, war es auf jeden Fall angeschlagen. Weil das ist nicht mit voller Geschwindigkeit gerannt. Aber ja, Randy wird das schon holen. Gucken. Vielleicht liegt sie jetzt auch schon hinterm Berg, ich weiß es nicht. Denke ich, oh. Ja, Wumme. Find ja keine Spur. Ja, doch, so. Da, warte, da ist eine Spur. Ja, aber auch nur eine Spur. Du brauchst einfach nur herzukommen, weil hier ist das über das Wasser gelaufen. Oh. Oh, dann lass noch nicht. Jetzt so dicht so. Siehst du, ob ich einen Treffer, gemacht habe? Muss ich analysieren. Also das heißt, noch 2 Minuten bitte. Beziehungsweise eine Minute, dann bin ich da. Großreduzierer ist abgeklungen. Ja, brauchst du ja nicht mehr jetzt. Okay, sind ja jetzt gleich zu Ende. Da hat er das letzte Tier geschossen. Wieso das letzte? Weil wir dann fertig sind. Ist das schon die 5. Vierte, wir machen nur 4. Wieso denn das? Wir folgen Hanna bringen. Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ach so. Ja. Dann meine 4 ist eine schöne Zahl. Ja. Gut, mal gucken, welches Einschussloch ist. Du hast einen Schuss getroffen aus 70 Meter Körper. Ich habe rechtes Hinterbein, Eingeweide, linke Lunge, rechte Lunge. Hm. Das war definitiv der tödliche. Warte mal, ich kann das ja auch noch confirmen. Nee. Nee. Analysieren kann es immer nur einer. Aber es zeigt ja noch an, hier bei mir. Also es durfte nicht funktionieren. Oh, jetzt ist es weg.
Noch ein Rothirsch. Wo? Da oben. Nur noch einige Spuren. Ach, Spuren, 120 bis 170 Kilo. Oh Gott. Aber meine Freunde, das heißt, wir sind im Endeffekt fertig für diese Season und erstmal wieder auf dieser Map nächste Woche. Oh, ich weiß nicht, wollen wir mal in die Winterlandschaft gehen? Da muss ich aber Dino ein bisschen weiter hinten aufhalten. Ja, oder ich sponsor ihn halt einfach mal die Kleidung. Mal gucken. Wir werden sehen. Gut, damit würde ich sagen, sind wir im Endeffekt für die Season und für die Folge wieder fertig. Mal danke fürs Zuschauen. Positive Werte, vergesst, wenn es euch gefallen hat. Und wenn man jetzt hier nochmal auf dem Endergebnis guckt, hier hat heute hat Tortino hat, wo steht er? 5 Abschüsse und 4 gesichtet. Da vor mir ist noch ein Fasan. Darf ich den noch schnell wegknallen? Was hast denn du in der Hand? Eine Pumpe. Warte mal, dann halte ich mal bereit und versuche mal aus der Luft zu kriegen, ne? Na warte mal, da muss ich noch ein bisschen näher ran. Warte. Vogelschrot ist aber drin. Naja. Gut. Irgendwann, der auf meiner Position ist, bis dann... Bleib vorne maximal noch zu den Strohballen und das reicht dann aber auch. Okay, dann zähle ich runter auf 3, 2, 1, dann pfeife ich und dann startet er. Wenn er startet, dann kannst du schießen. Okay? Gut, dann 3, 2, 1. Und der Lichter. Wow, Baby, war das nice. Ja, und damit würde ich sagen, was das bis jetzt. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.